Hallihallo, Hallöchen, ihr Lieben, hier ist die Fritzi aus Fritzis Kunterbunt im Chaos. Und nachdem jetzt die Schule wieder losgeht und wir jetzt erfahren haben, dass unsere Kinder mit Maske im Unterricht sitzen müssen, habe ich gedacht, ich mache heute mal was Nützliches. Und zwar kriege ich bei Facebook immer wieder, Facebook, Insta, wo auch immer, auf den Social Media Kanälen immer wieder die Werbung für diese Einmal-Maskenschutz, was immer, Umschläge, tralala. Und da habe ich gedacht, die muss man doch eigentlich auch selber machen. Insofern habe ich mich dann hingesetzt und getüftelt und dabei rausgekommen ist das heutige Projekt, nämlich eine Maskenhülle, wenn ihr so wollt, die ihr machen könnt mit Designpapier und einem Laminiergerät oder aber mit einem Stück Plastik von einem Schnellhefter oder aus welchem Material auch immer ihr meint. Ihr könnt auch starkes Designpapier oder Cardstock nehmen und nur den Cardstock nehmen, dann fällt es halt wahrscheinlich nach einer Woche auseinander. Aber funktioniert genauso. Ich nehme ein dünnes Designpapier, was ich laminiere. Insofern ist das hier mein Teil. Ihr seht es ziemlich lappig, dann brauche ich einen so groß wie möglich gestalteten Eckenrunder und einen normalen Eckenrunder und noch meine Lochzange. Los geht's mit einem Stück Papier, das in der Größe 19,5 x 12 cm vor mir liegt, also 19,5 in der Breite, 12 in der Höhe, und das wird gefalzt an der kurzen Seite bei 5,75 und 6,25. Damit habe ich jetzt in der Mitte ein 5 mm, eine 5 mm Leiste quasi. Dann gehe ich hin und lege es an der langen Seite an bei 9,25 und 10,25. Und damit habe ich hier jetzt einen Zentimeter. Jetzt geht ihr hin und fahrt mit eurem Messer bis zur zweiten Falzlinie hoch. Muss nicht verrutschen. Bis zur zweiten Falzlinie. Und das Ganze auf der anderen Seite auch wieder. Das war es jetzt im Wesentlichen schon. Ihr seht, also bis zur zweiten Falzlinie hoch. Und das war es eigentlich mit Schneiden und Falzen jetzt schon. Jetzt geht ihr her. Ich habe noch einen 1/2 Zoll Punch mir hergenommen. Warum, seht ihr gleich. Und jetzt geht ihr her und falzt das durch. Und ich schnipsle mir jetzt hier diesen Steg, der verbleibt, so raus, dass ich da eine kleine Rundung habe. Wirklich nur eine wurzlig kleine. Damit sich das alles besser legt. Besser legen ist ein gutes Thema, wenn ihr jetzt seht, ihr faltet das hoch und faltet das dann zusammen. Dann geht das im leeren Zustand wunderbar, weil hier hinten Platz ist. Wenn jetzt aber eine Maske drin ist, braucht ihr hier ein bisschen Platz, dass diese Maske da rein, sonst geht das nicht zu. Deswegen gehe ich jetzt her. Ihr könnt es auch mit dem Schneidebrett machen. Ich mache es jetzt mit der Schere. Ungefähr einen halben Zentimeter rein. Hier unten an der Kante. Und dann entweder in einer geraden oder in einem leichten Bogen auf die erste Falzlinie hin. Na? Das Ganze nochmal, dafür lege ich mir meins jetzt übereinander, dass das ansatzweise gleich ist. Und damit habe ich jetzt, wenn ich es reinfalte,
Seht ihr? Ups. Wenn ich die Ecken aufeinander halte, hier einen halben Zentimeter Platz, wo meine Maske rein kann. Und das Ganze mache ich außen auch nochmal mit wirklich ganz wenig, damit mir das dann nachher nicht übersteht. Aber wirklich 2 oder 3 mm mehr brauche ich da nicht. Und jetzt könnt ihr hingehen und diese die Ecken runden. Ich mache das für außen mit einem Viertelzoll, mit einer Viertelzollrundung. Und innen, hier, nehme ich meinen großen Ecken runter. Der mag allerdings offensichtlich dünnes Papier nicht wirklich. Okay. Also mit der Schere. Manchmal mag er scheinbar doch. Und das ist jetzt eigentlich meine Maskenschutzmappe, wenn ihr so wollt. Jetzt kriegen wir hier noch eine kleine Vertiefung für die Gummischnüre, für hinters Ohr. Dafür gehe ich hin, lege mir meine Ecken so gut es geht alle aufeinander. Nehme meine Viertelzollstanze, gehe ungefähr, naja, 1,5 cm runter von der Kante und mache mir einen halbkreisförmigen Ausschnitt. Irgendwie habe ich heute Materialprobleme, wo dann quasi die Gummibänder raus können. Wer das Ganze jetzt aus Karton macht, ist jetzt fertig. Ich für meinen Teil laminiere das Ganze jetzt und bin gleich zurück. Jetzt habe ich das Ganze laminiert, wie man sehen kann. Und schneide mir das kantig, nicht zu kantig, aber so, dass gerade noch genug zum Kleben stehen bleibt, einfach aus, bevor ich dann alles nochmal nachfalze und meine Maskenhülle fertig ist. Zum Nachfalzen könnt ihr jetzt entweder wieder das Schneide- und Falzbrett nehmen, dann aber bitte wirklich darauf achten, dass ihr das Messer wegmacht, oder aber ihr geht hin und nehmt einfach ein Lineal und einen Kugelstift. Dann gut nachreiben. Und die Maskenhülle ist fertig. So passt das ganze Ding dann auch knitterfrei in die Hosentasche, beziehungsweise in die Handtasche, in den Schulranzen, ins Schlampermäppchen und wird nicht dreckiger, als es unbedingt sein muss. Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Nachmachen und es bringt was für euch und eure maskengeplagten Schüler und vielleicht auch ein ganz nettes Geschenk für irgendjemanden. Meine haben für die Kinder immer ihre Namen noch mit drauf, zum Beispiel, dass es auch keine Verwechslungen geben kann. Und da ist es ganz praktisch. In den Lieblingsfarben gehalten natürlich.
Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann seid doch so lieb und überlegt euch, ob ihr nicht Lust drauf habt. Und wir sehen uns beim nächsten Bastelvideo wieder. Tschüss.